Moin moin und herzlich willkommen zu meiner ersten Fahrt ETS 2 im Multiplayer. Ja, ich bin jetzt schon einmal losgefahren. Ich wollte gucken, ob das hier alles funktioniert. Ich kenne das Spiel ja. Ich habe das ja hier Singleplayer schon zur Genüge gespielt von der Zeit. Aber ich habe das jetzt mal wieder ausgepackt, weil ich dachte, ach, spiel's mal wieder. Multiplayer ist ja bestimmt auch ganz lustig. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hier hinfahre. Ich bin einfach auf die Autobahn gefahren und dachte, ich fahr mal los. Ich habe jetzt einfach das Profil importiert, was ich schon im Singleplayer gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt so von Vorteil ist, aber... Echt lecker. Ich weiß gar nicht, wie. Ich glaube, wir fahren in der nächsten Stadt mal ab. Und gucken mal, was hier so abgeht. Guck mal, da ist wieder einer. Hatte ich nicht irgendwo Fernlicht? Da. Hello. Was war das denn? Wer redet da mit mir? Ausfahrt runter hier. Ich weiß gar nicht, hat da jemand mit mir geredet? Ich weiß gar nicht, wie das in-game funktioniert im Reden. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich voll den uncoolen Truck, werden sich jetzt wahrscheinlich alle sagen. Ich fahre so ein Volvo. Ja. Wie war denn jetzt nochmal die Ansicht wechseln? Achso. Wo? Oh. Wie komme ich denn jetzt zur nächsten Stadt hier? Musste das sein hier? Da bin ich ja richtig gut gefahren. Dann fahren wir mal nach Hannover. Mann, 80 Kilometer Stunde. Da vorne steht auch einer irgendwie. Die 50 EP für 100 Kilometer während der freien Fahrt. Schon wieder. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir in Hannover irgendwelche schönen Aufträge annehmen können. Ich meine, hätten wir schon mal gucken können, aber ich fahre da jetzt erstmal hin. Und dann müssen wir einen richtig geilen Truck pumpen. Müssen wir unseren Truck richtig aufpumpen. Oder wir haben uns einen richtig schicken Truck. Dafür brauchen wir auch Geld. Ich weiß ja nicht, ob das so ist, hier im Multiplayer, ob meine Fahrer hier auch Geld verdienen.
Weiß ich nicht. Ist das so? Könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben? Weil es werden jetzt nicht allzu viele Folgen kommen. Das ist nicht so wie LS17 jetzt. So viel Zeit habe ich nun auch nicht. Ich hatte nur Bock, mal wieder ETS 2 zu spielen. Und dann dachte ich, ach was soll's, schmeiß es an. Kurz ETS 2 Multiplayer installieren. Oh, ich hätte hier tanken können. Ich habe ja nur noch... Ja, wie viel Reichweite steht denn das? Da, 900 Kilometer Reichweite. Okay, alles gut. Ich hab da mal vorbei. Kennt ihr das? Dass man schnell dahin sein möchte und immer den A einmal rüberdrücken. Ha? So, schöne Hannover. Zum Vergleich. Mein Hub ist auch viel zu leise. Hört man fast gar nichts von. Ach, und diese blauen Punkte, das sind immer Mitspieler. Wir haben ihn gegrüßt. Oh, war ich schon mal in Hannover? Ich war noch gar nicht in Hannover. Erster Aufenthalt in Hannover! Im schönen Hannover, im echten Leben war ich natürlich schon in Hannover, ne? So, dann gucken wir gleich mal, wo man hier einen schönen Auftrag ranholen kann. Guck mal, hier ist ganz schön was los in Hannover. Auch hier auf den Hof fahren können. Aber nein. Wir fahren erstmal schön auf den Kannstein. So, Auftrag hier. Hannover, 18 Stunden. Holy shit. Boah, 18 Stunden. Restzeit 18. Ach so. 18 Stunden habe ich jetzt insgesamt Zeit. Ob ich da die... Wie viele Kilometer sind das? Stehen hier die Kilometer. Ach da, 1600 Kilometer. Ich habe in echt eine Stunde Zeit. Aber kleine Aufträge wären schöner, fände ich. Preis pro Stecken, Strecke, Streckenlänge. Aufsteigen, genau. So, das ist die... Na. Was ist denn das hier preislich? Preis absteigen, 43. Na ja gut, das ist echt guter Preis. Und 70.000, einmal runter nach Frankreich. Ich meine, können wir auch machen. Ich glaube, das schaffe ich? Ja. 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 Was soll's? Schaffen wir. Müssen wir schaffen. Und sonst kriege ich hier wieder Strafzahlung, weil ich es nicht schaffe, weil ich im echten Leben wahrscheinlich erst morgen Mittag, Nachmittag dazu kommen. Ah, jetzt muss ich um 70 Kilometer hinjuckeln. Och Mann, hätte ich das gewusst vorher. Mann, einmal auf die Karte gucken. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an meinen ETS-Folgen. Ich versuche das alles mit reichlich Humor zu nehmen. Mein Truck geht auch ganz gut ab. Finde ich. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde, da geht ganz gut ab. Denn am Anfang habe ich hier andere Trucks gefahren. Ne? Oh, da hast du immer diese ewigen Gedenksekunden. Und dafür finde ich, geht dieser schon ganz gut ab. Den habe ich schon ein bisschen ausgestattet. Wie gesagt, ich habe nicht viele Multiplayer gespielt. Ich bin durch Level 18 stand da.
zu Tempomat rein, Vollgas. Ich muss auch erst mich jetzt wieder reinfuchsen, wie das alles war mit den Pausenzeiten und... Das Gute bei den Online-Aufträgen, da hast du immer die Echtzeit angegeben gehabt, wie viele Stunden man noch Zeit hat. Das fand ich das Gute. Weil beim anderen muss man ja mal umrechnen und gucken, ah, man muss noch eine Pause zwischenplanen und bla 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 und dann schafft man das. Aber seitdem ich hier World of Trucks Aufträge fahre, hier online, also habe ich im Singleplayer auch schon gespielt, die World of Trucks Aufträge, fand ich schon geiler. Ach, da sind wir ja schon da. Siehste, 70 Kilometer mal eben weggejuckelt hier, was ist denn das schon? Bin mal gespannt, was wir alles so erleben auf unserer Tour. Na? Es ist Sonntag, 6 Uhr morgens reit hier im Spiel. Okay. Wir müssen auch bald mal tanken. Also die Strecke werden wir nicht am Stück schaffen. Denn wir haben nur 267 Liter im Tank. Aber ich habe ja auch echt viele Videos schon gesehen zum Multiplayer, wie die Leute sich hier alles kaputt fahren. Ich meine, das mag zwar lustig sein, aber ich meine, das geht ja auch richtig ins Geld. Ne? Ich glaube, irgendwann ist das Geld nicht mehr so wichtig, wenn man viel ETS spielt. Denn ich glaube, irgendwann, wenn man sich hier auch im Multiplayer die Garagen kaufen kann und die Fahrer, ich glaube, irgendwann hat man einfach Geld und kann sich totschmeißen damit. Ne? Ach, wir sind Steinbruch. Oha, aber wir sind ja... mit ordentlich Power ausgestattet. Meiner Meinung nach. Ich habe das mal gehabt, da musste ich so einen Trailer hier rausziehen. Und da hatte ich viel zu wenig Power zu. Da bin ich den Berg nicht hochgekommen. Oh, Tatsache, er steht wieder unten. Da musste ich hier mit Vollgas... Oh, oh. Warum lenke ich nach oben? Mann. Da muss ich hier mit Vollgas hochfahren. Schon muss ich richtig Anlauf nehmen. Bin mal gleich gespannt, was mein Kollege hier unten macht. Warte, aus meiner Sicht. Der sieht einen leeren Trailer weg. Ja, das ist ja auch einer. Ist doch gar nicht so hässlich, mein Wohl. Ist doch gar nicht so hässlich, mein Wohl. Nein, falsche Taste. T oder Joy-Taste 2. Was war denn das hier? Ah! Kurbel, Kurbel. Ah, jetzt geht's los. Ach, das ist ja auch ein bisschen Gewicht, was ich hier drauf habe, ne? Wie war das mit F6? Kommt man durchsetzen, was man hat? 12, ach, 12 Tonnen. Das ist ein Witz. So, 12 Tonnen, was ist das schon? Wir fahren Volvo. Aber versuchen wir trotzdem relativ zügig hier hochzufahren. Ach, Mungo. Ah, Christian. Na? Na? Bin wieder fleißig. Aber diesmal... Naja, fleißig im Aufnehmen. Aber diesmal Euro Truck Simulator. Ach so. Ja. Mal was anderes. Ich wunderte mich schon, dass kein auf dem Server ist. Nein, auf dem Server ist. Ja, gestern habe ich ein bisschen was gemacht. Seine Felder. So halbwegs. Weiter bearbeitet. Das ja. Neue. Wir sind ja relativ gut im, davor schon mit kaufen und machen und tun. Ja, ja. Ich habe es gesehen. Ich dachte, ich spiele mal jetzt was anderes. Vor der Arbeit haben wir jetzt den ETS 2 Multiplayer installiert. Ja, und dachte, ich fahre mal ein bisschen Multiplayer. Ja, warum nicht? Ja. Streamst du auf einem anderen Kanal? Nee, ich stream nicht, ich nehme auf. Ach so. Ja. Ach, für deine Videos für den Urlaub. Genau. Na, das würde ich einfach so hochschieben.
davor schon. Ich war gerade eben schon mal auf dem Server heute. Ach so. Ich glaube, Euro Truck Simulator habe ich nicht mal installiert. Ich schon. Auch ETS, auch ATS. Ne, ich habe das Spiel auch in meiner Spielbibliothek, habe ich es auch. Ah. Müsstest du bloß runterladen und installieren. Ja. Aber du spielst ja ohne Lenkrad, ne? Ja. Ja. Dann schockt das nicht. Nee, nicht ganz so. Das schockt das richtig, wenn du mit Lenkrad spielst. Ja, dann kannst du auch genauer fahren, ne? Genau, es ist viel einfacher. Minimale Lenkbewegung. Und ich habe schon so viele Videos gesehen hier von dem Multiplayer, wie lustig das ist. Dachte ich mache auch mal ein Video. Und fahrt ihr in Kolonne oder was? Nö, ich fahre alleine. Aber mal gucken, was ich hier so sehe. Ich sehe ja die anderen, die hier rumfahren. Ja. Achso, jetzt spielst du mit mehreren Leuten auf einer Map. Auf dem Server, genau. Oder auf dem Server sozusagen. Ja, da sind aktuell irgendwie 400 Leute hier drauf. Aua. Auf den größeren Servern, auf Euro 1 oder 2, da sind teils 1500 Leute online. Hey. Hey, was steht denn der hier einfach rum auf der Autobahn? Hallo. Mann, da steht hier einer Pendian auf der Autobahn auf der linken Spur. Ich weiß nicht, was in den gefahren ist. Oder sein Internet ist abgekackt. Oder das. Aber die haben alle so coole Trucks. Na gut, das sind wahrscheinlich die Suchtis, die hier alle spielen. die stecken wahrscheinlich ihr ganzes Ingame-Geld in einen Truck, mit dem sie rumfahren. Boah, ich sehe schon, ich nehme schon seit fast 18 Minuten auf. Seit 17 Minuten. So Leute, das war's dann auch mit der ersten Folge ETS 2 im Multiplayer. Es ist nicht so viel passiert, aber es kann ja noch kommen. Also, seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ciao, ciao.